Ja, hallo meine Lieben und schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Ja, ich habe heute mal einen anderen Hintergrund, habe eigentlich mal einen Ständer dafür, für Leinwände, für den Hintergrund. Und wie ihr schon in der Überschrift gelesen habt, wenn ihr gleich mein Outfit sehen könnt, mache ich heute ein Make-up-Tutorial, wie ich mich dann halt schminke. Ja, ich gehe als La Katrina. Und also heute, also morgen ist Halloween, aber heute ist die Halloween-Party heute Abend und ja, dann wollen wir mal. Ich habe das noch eine knappe Stunde Zeit, mich fertig zu machen. Ja, mal gucken, wie ich das hinbekomme mit der Zeit und ja. Es ja, hat erstmal lange gebraucht, dass ich alles hier zusammengesucht habe. Ich hatte ja heute früh noch Nachtdienst gehabt. Also bin aus dem Nachtdienst rausgekommen und ja. So, ich fange erstmal an, mein Gesicht weiß zu machen. Ich glaube, das reicht noch nicht. Jetzt muss ich das bitte nass machen. Ich habe jetzt so Clown-Weiß, das gab es mal bei Amazon. Ja. Ja. So. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt bei TikTok, bei meinem Gothic Outfit hat statt bis Zeitraffer gemacht und ich dachte, ich mache heute mal ein normales Video für euch als Halloween Special. Ja, bei deinem Pain habe ich jetzt nicht Halloween Special, das hätte ich jetzt auch nicht geschafft, irgendwas zu machen. Und ich mache auch noch morgen was extra, ich weiß es nicht, mal gucken, wie ich Lust habe. Aber ich denke mal eher nicht. Also auch bei meinem Piercing, das macht schon, ja. Das ist halt dann mal ein bisschen weiß. Das kann man dann abwischen. So schnell ist das Gesicht weiß. Sieht echt gruselig aus. Hier muss ich nochmal rüber. Ich habe mir vorher das Gesicht schon mal eingecremt. Das sollte man noch machen, bevor man sich so schminkt. Dann geht es dann noch relativ gut ab wieder. Na gut, bei den Tattoos muss ich dann gucken, weil ich mache ja teilweise Tattoos und teilweise halt selber schminken. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, ich denke, sieht gut aus. Sieht echt gruselig aus, wenn man sich so ein Gesicht anguckt. Aber es ist erstmal nur weiß. So, das haben wir schon mal. Außer jetzt meine Finger sind weiß. Ich muss aufpassen, dass ich meine Klamotten bin. Aber egal. So. Ich muss auch gerade gucken, ob ich danach noch Schmuck trage. Aber das weiß ich noch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe mir hier verschiedene Tattoos, ich habe mir ja also mehrere Sets denn das hier bei Amazon bestellt. Und da werde ich jetzt von jedem was irgendwas ausschneiden. Und ja, ich glaube, ich nehme das hier. Ich nehme das einmal nochmal eine Bastelschere hier. Und dann werde ich das mal grob ausschneiden. Also mache ich es meistens auch, wenn ich es dann nämlich zum BGT schminke. Tue ich teilweise mit Tattoos nehmen, weil so begabt mit Malen und bin ich jetzt auch nicht so. Ich liebe es, mich echt zu verkleiden und da ich ja dann morgen frei habe und ich heute, also heute Abend nicht nochmal zum Nachtdienst muss, dachte ich mir, ja. Das, genau. Ja, dass ich. Ja, mich nur verkleiden kann. Also sonst mache ich es eigentlich nur zum BGT. Ja, dann hat man schon mal die Chance, das Hobby auszuleben. Ich mache so eine Art Gundi-Cosplay auch gerne oder so. Ne? Ach, das ist immer mega. Also wie so, dann seht ihr auch mal so vorher, nachher und wie lange ich eigentlich dafür brauche. Mal gucken. Ich muss halt die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Ja, so. Hier habe ich auch mal zwei Augen. Das muss ich jetzt auch nochmal ausschneiden. So. Ich
weiß gar nicht, wann ich überhaupt mal bei einer Halloween-Party war. Also, ja, das ist auch mal halt irgendwie so ein Highlight sozusagen, ne? Ja. Ja, aber sagt, ich klar hätte ich vorher schon alles ausschneiden können, aber ich überbrücke das gerade, weil es ja mit Wasser bitte dran gemacht wird. Kann das in Ruhe trocknen, damit dann der Tattoos hoffentlich auch darauf halten. Ja, das ist mal auch eine andere Alternative, als ja, das alles selber zu zeichnen. Also Glas, man könnte es, wenn man genug Zeit hat und Geduld hat und könnte ich es vielleicht auch schaffen, aber naja, das hätte ich vorher schon mal ein bisschen üben müssen dann. Aber ich mache es gerne halt teilweise mit Tattoos und teilweise malen. Von daher finde ich das cool. Ja, letztes Jahr hatte ich auch so weit gut hingekriegt mit dem Malen. Das war auch dann nur freie Schnauze, wie ich halt dachte. Ne? Das habe ich vorher auch nicht so ausgedacht. Das kam dann halt eher dann beim am Anfang vom Schminken. Mal gucken, wie weit ich dann heute komme. Also wie es am Ende aussieht. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, ich mache das einfach spontan. Und wie ich es denke. Und dann, ja, ist wie bei meinen Geschichten schreiben. Wenn ich auch was schreibe und dann mitten beim Schreiben kommt, ja, das könnte das so noch schreiben und so noch schreiben. Und ja. So, jetzt habe ich das ausgeschnitten. Ja, eigentlich hatte ich mal dieses Set gehabt hier. Extra für La Catrina. Also Day of the Dead heißt das ja auch. Aber so mache ich nichts, weil es gefällt mir da nicht so, wie sie geschminkt ist. Deswegen werde ich zwar das Bild damit nutzen, aber ich werde nicht alles nutzen. Also nicht so machen, wie es da steht. Es gibt ja so viele Formen von La Catrina, die man sich malen kann. Da hätte ich mich auch noch weiß gehabt. Aber also ich brauche eigentlich bloß den Schwamm erstmal. Genau. Aber ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist. Also, das habe ich schon ewig da. So, das mache ich jetzt auch mal kurz feucht. Also, man könnte auch einen Lappen nehmen, so ist es nicht. So, das kann man auch auf der Seite. So. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das dran kleben. Na. So. Mal, dass es dann auch gut aussieht, wenn es dran ist. So, das sind halt so Tattoos, die man einfach mit Wasser dran macht. So tupft und dann irgendwann hält das auch. Das geht dann auch eigentlich relativ schnell wieder ab. Natürlich halt nicht so rubbeln, ne? Ich tupfe halt lieber, weil dann könnte es passieren, dass das kaputt geht. Ja, das heißt, man könnte auch mit den Lappen machen, ne? Aber da seht ihr vielleicht gar nichts. Ja, das heißt, ich bin gerade in meiner Küche, deswegen habe ich hier gerade, also seht ihr gerade mein Herz nicht gerade, egal. Ja, wäre es vielleicht teilweise besser gewesen, erst Tattoos dran zu machen. Aber ja, ich mag es lieber dann halt drumherum. Lieber mal ein bisschen weiß, noch ein bisschen nach. Jetzt, wenn das dann. So, mal gucken, ob das jetzt schon wird. Das sieht, ich glaube, schon gut aus. Mal noch ein bisschen. Das machen wir mal vorsichtig ab. Dann hier müssen wir noch ein bisschen tupfen. Muss halt noch ein bisschen dran klopfen. Aber die erste Seite. Gut, hier
sieht es wieder komisch aus, aber. Ja, das können wir gleich nochmal nachmachen. Ja, einmal geschafft. Jetzt können wir zum zweiten. Ich habe es aber schief gemacht, kann auch sein, aber naja. Muss nicht perfekt aussehen. Kohle ist hier auch scheiße. Bei mir, naja. Los. Bäh. Stroppe. Zu nass darf es natürlich ohne sein. Gucken, dass mir nicht mein Haar jetzt mit anklebe. Da muss. Ich sehe gerade den Orbit falsch, aber naja. Was denn jetzt? Ja, ich weiß nicht, was jetzt ist. Hallo? So, bin noch da. Keine Ahnung, was hier gerade los war. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber hier war alles jetzt weiß und man hat nicht noch dieses Bild von mir gesehen. Dachte ich mir jetzt, okay. Ja, mein Handy macht, glaube ich, auch mal was es will. Also ob wir das halt ohne solche Videos machen hier, ne? Also, aber ich hatte mir jetzt mal Bock drauf. Deswegen habe ich jetzt auch mir gesagt, die Leinwand im Hintergrund. Ich war ja froh, dass die gerade noch angekommen ist, weil die habe ich mir erst Sonntag bestellt und also gestern. Und ja, kam sie vor uns gerade so an, bevor ich eigentlich anfangen wollte. Da hatte ich echt Glück gehabt. So, das tun wir mal kurz zur Seite. So, jetzt machen wir noch die Nase. Gucken. Das halt jetzt nochmal trocknen. So, sieht das mal so aus. So, jetzt machen wir noch die Nase. So, ist gerade ein bisschen. Ist ja schon wieder weiß. Ja, schau, wir sehen trotzdem, was ich hier mache. Keine Ahnung, was mein Telefon gerade macht. Ich weiß es nicht. So, Nase fertig. Wo es ein bisschen krumm ist. Die werde ich dann ein bisschen nachmalen. Das ist auch fertig. Was nehmen wir als nächstes? Wir gucken mal schon was anderes. Hier ist noch so ein schönes Blümchen. Werde ich mir erstmal das noch auszeichnen.
Ja, ich weiß nicht, was mein Telefon gerade hier macht hier, also. Jetzt wieder aus. Ja, keine Ahnung, was mein Telefon macht. Blödsinn macht es. Ich werde nachher nur meine Lippen malen, weil ich auch die Tattoos drauf habe. Das mag ich nicht so. Das ist ja nämlich auch mit dabei, aber das ist jetzt nicht so meins. Dann nehme ich lieber Binsel und male es mir selber schwarz an. Beziehungsweise, na, diese Striche halt, ne? Das ist die Seite. Ja, ich werde dann einfach wieder drum oben ein bisschen noch weiß machen und die Nase wird später noch, weil die ist auch ein bisschen kaputt. Muss man halt nicht alles selber malen, dann geht es halt auch am schnellsten. Yeah. Klar, ich male mich auch sehr gerne mal an, aber ist mal was anderes. Ein Stückchen länger ab jetzt, aber egal. So, haben wir das. Jetzt noch die andere Seite. Ich werde meine Augen dann noch ein bisschen schwarz malen, denke ich mal. Mal gucken. Das war jetzt so, okay. Sind das jetzt hier? Ich bin ja auch bescheuert. Scheiße. Ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht erhält, aber ich müsste ja mal die Folie abmachen. Ne? Oh Mensch. Jetzt. Hätte jetzt auch schief gehen können, dass das an der Folie geklebt hat, aber naja. Ich habe doch auch Verhältnis auf mein Gesicht hier, aber naja. Hab's dann noch mitgekriegt. Gucken, ob ich dann noch ein bisschen Musik im Hintergrund einspielen lasse. Ich hoffe, die ist nicht zu laut, nicht, dass es dann euch zu langweilig wird, weil keine Musik im Hintergrund ist. Ja, die Woche habe ich dann auch wieder frei.
hätte vielleicht auch ein Schälchen hier hin tun können mit Wasser, ne? Dann schon immer so aus dem Bild verschwinde, aber ja. Das ist ja jetzt gerade spontan gewesen. Geschafft. So. Naja, das sieht ein bisschen komisch aus hier, aber. Ja, das eine ist gerade ein bisschen verkackt, weil ich das vorher auf dem Pult dran gemacht habe. Ne? Egal. Dann muss ich halt ein bisschen improvisieren dann noch. So, was haben wir jetzt noch? Das noch, ja. Ja, ich nutze gerade zwar noch eins, aber mal gucken. Eins. Das ist auch sowas. Nee, weil das wird schon nicht schön, das ist mir zu viel. Blumen, das ist weg. So, Folie abmachen, ne? Oh Mann. Hier am Kinn muss ich dann auch noch was dran machen. So. Ja, cool, dass es sowas gibt, ne? Weil es alles mal selber malen müsste. Ne? Ich glaube, da würde ich ewig brauchen, bis ich dann zufrieden bin und dann vermalt man. Ich muss vielleicht wieder von vorne anfangen. Naja. Ja, es gibt da, denke ich, auch noch andere außer mir, die vielleicht nicht so gut malen können und aber auch gerne mal was Schönes haben wollen. Es gibt ja, das Amazon hat ja eigentlich alles. Ne? Alles von Amazon. Außer die Klamotten, die habe ich auch schon eine Ewigkeit da. Ich habe bloß Overkniestrümpfe und Armstulpen, die habe ich da vorne. Und dazu auch eigentlich ein Gesichtstattoo und das leuchtet im Dunkeln, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass mein Gesicht auch noch leuchtet. Das muss jetzt nicht sein. Ja, wenn er natürlich dann auch mal wünscht, trotzdem mal solche Videos das von mir zu sehen, dann also muss ich mal gucken, ob ich vielleicht einmal im Monat mich mal hinsetze, irgendwas mache. Das kann ich euch auch nicht versprechen, ob ich es mache, aber. Oder wenn ihr auch welche Ideen habt, als was man sich dann noch schminken könnte, keine Ahnung. Oder einfach nur so aus Spaß. Ja, mal gucken. Aber das kann ich schminken, weil letztes Jahr habe ich ja meine TikTok-Videos, Zeitraffer gedreht halt und man hat dann meine Wohnung halt gesehen, das ist halt doof. Da habe ich dann auch die Bettlaken hinter mir gemacht, das sah halt auch kacke aus. Aber ich sage, ich habe jetzt hier Leinwand, das finde ich cool, dass ich jetzt hier so ein bisschen Halloween-Leinwand habe. Ein bisschen gruselig. Boah, nicht teuer, also die Stoffleinwände. So, jetzt muss ich das vorsichtig abmachen, mal gucken, ob es schon hält. Ah, oh, meine Haare. Das halt immer vorsichtig abziehen, weil es ja sein könnte, dass noch nicht alles hält. Ich habe meine Augenbrauen festgeklebt. Oh Mann. So, das haben wir auch. Das machen wir zur Seite. Mal gucken, was nehmen wir denn jetzt noch. Ich hatte ja noch so eine Blume. Die sieht schön aus. So. Wie spät haben wir es jetzt? 40, eine knappe halbe Stunde habe ich noch Zeit. Das kriegt man schon irgendwie hin, hoffe ich. Ja, da deckt man gar nicht, wie lange das eigentlich braucht.
bis man da eigentlich mal fertig ist. Ich dann nur noch um meine Lippen kümmern, um meine Augen ein bisschen. Ich überlege, ob ich meine Wimpern dran mache oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Nicht, dass das dann zu lange dauert. Geht doch mal ab hier. Sagt, merkt ihr ja gerade, ne, dass nicht alles, noch nicht alles hält. Deswegen immer schön vorsichtig abziehen. Ne? Da geht es nämlich mal den ab, genau. Ah. Nein! Och nö. Hier durch die Stückchen Blume. Siehst du? So, was haben wir denn noch? Was noch hier? Dann haben wir es ja eigentlich soweit geschafft. Die Tattoos kleben. Das ist auch doof. Warte mal. Da drauf. Ich würde das eigentlich jetzt noch bitte, aber eigentlich reicht es ja eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Ja, sie konnte gerade nicht mehr quatschen, aber. Ich glaube, es reicht. Ja. Also, ich habe es gerade umsonst zerschnitten, aber. Egal. So, jetzt brauche ich erstmal das. Ich habe, also keine Ahnung, wo ich das mal habe. Das habe ich glaube auch mal von Amazon. Also es war ganz viel ja, Pinsel. Ja. Alles bitte schwarz malen. Nicht gerade voll, Dings, aber egal.
Augenbrauen, ja. Naja. Das wird, glaube ich, dann oben allgemeiner werden. Das damit abzuschminken, aber egal. Ja, schön sein, wir müssen leiten, was so schön sagt. Das gesehen habt, ich habe glaube ich mit dem Spiegel vor das Gesicht gehalten. Aber sag ich mal, das ist einfach hier. Das habe ich auch von Amazon hier. Das war so, so ein weiß-grau-schwarz-Set. Mit Panda drauf natürlich. Ne? Ich liebe lieber Pandas, wie ihr schon wisst. Ich weiß nicht, ich habe meist so einen Nahen und Tieren gefressen. Keine Ahnung, ich finde die so niedlich. Ich habe letztens auch bei Netflix gab es auch so einen Naturfilm, also hier Natural Graphic, wenn man auch dazu sagt, glaube ich. Ja, und die Panda-Mutter ist so vernarrt, das Kind, das passt, also passt so sehr auf das Kind auf. Und aber sobald das Kind klettern kann, braucht halt das Kind die Mutter nicht mehr. Dann muss die Mutter eigentlich ziehen lassen. Und dann so süß, ey, da hat immer das Kind halt mal vom Baum gerissen, als mir du gehst bitte jetzt noch nicht. Das fand ich schon lustig. Oder kennt ihr das Video hier, wo die Panda-Mutter gerade frisst und das Baby auf einmal anfängt, also kurz niest und die Mutter so erschreckt sich? Finde ich auch lustig. So, mal gucken. Das ist jetzt soweit. Also vielleicht ist das gerade halt fürs Gesicht halt, aber ich sehe sonst nicht. Ich habe zwar meine Gardine zu, aber durch den Hintergrund jetzt. Das ist ja schon wieder mein Problem. Sieht auch schon cool aus, ne? Yeah. Es nimmt langsam Gestalt an. Da müsste das noch halten. Soweit. So. Ich werde dann jetzt noch mal wieder mit Weiß übergehen hier. So. Das machen wir dann auch noch ein bisschen schwarz. Ein bisschen Hände abwaschen, die sind weiß. So, jetzt brauche ich mal noch einen Pinsel. Ja, ich glaube, die Lippen mache ich später. Aber das Schwarze, ja. So, jetzt brauche ich das mit dem Wimpern. Das nehmen wir einfach mal weg. Und hier haben wir auch da noch schwarz, das ist auch rot. Ja, das habe ich auch bei McGuides, gab es auch so hier über den Zeug, ne? Also, wo man eigentlich so schminken kann, aber das mache ich nicht. Das ist eher was für Männer. Frauen kann man es auch nutzen. Einfach aufrufen. Ich
So, zwei Proben Wasser habe ich mehr. Kurz hier rüber. Das auch. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, das auch erstmal nicht mehr. So, ein bisschen Tischbrei rein hier. Gut, dass ich alleine wohne, ne? Da stürzt noch mal keiner. Außer ich bei selber morgen früh, dass die Wohnung aussieht wie Sau. Aber egal. So, jetzt brauche ich meine Wimpern. Ich hoffe, ich kriege sie dran. Oder so sonstige Meere habe. So, dann erstmal hier so ein. Ja. So ein Kleber, das teilweise dann auch hier. Ja. Eyeliner sozusagen. Eigentlich vorher ein bisschen schütteln, aber naja. Ja, es sind eigentlich so magnetische Wimpern, das kenn an, was in dem Zeug hier drin ist, dass das dann hält. Eigentlich war da noch eine zweite Flasche dabei, aber ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Naja, Hauptsache ich habe jetzt eh ne. Mal 2 bis 3 Mal drauf schmieren. So stand es in der Anleitung. Wenn, man, wenn ich mir wieder kleine Wimpern dran mache, tue ich trotzdem meine Wimpern tuschieren, also Wimperntusche drauf machen. Meine eigenen Wimpern, weil ja. Ich denke dann immer, dass dann ja, sonst das, was er dann sieht, ne? Immer noch auf der anderen Seite. Das ist eigentlich so. So, jetzt lass mal kurz trocknen. Jetzt machen wir die Wimpern. Ich muss das sehr, sehr schön. Ich brauche eigentlich keine Brille, aber weiter weg, das sehe ich das nicht. Ist dann ruhig dran hier. So. Das ist mein Posing, ist jetzt weiß. Naja. Muss ich dann Zimmer sauber machen. So. Ja, nicht wundern, warum ich sie erst weiß und dann schwarz mache. Das ist halt so ein, ja. Ihr kennt es ja, manche Kinder sollen die selber schminken, dass die Wimpern ein bisschen länger werden.
ins Auge gekriegt. So, fast alle, ja. Schluck am Rand muss ich dann auch noch matt nachmalen, aber machen wir erstmal den Pumpen. Mal gucken, welche ich nehme. Jetzt öffnen wir die hier. Das ist schwarz, jetzt sieht man das fast gar nicht. Ne? So, ich hab sie dran. Juhu. Sekunden, das sieht man gar nicht. Aber ich merke, dass ich viel mit dran habe. Gut, es ist gerade bitte dunkel. Aber naja. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Schwarz. Das haben wir anders gemacht hier. So. Gucken, ob ich das hinkriege. So. Eigentlich bin ich fertig. Das sieht gerade ein bisschen doof aus wegen Piercing, aber ich lösche trotzdem dran. So, ich hoffe, das hält auch soweit. So.
Image ist gerade nicht zufrieden. Ich glaube, noch Mittag ist weglassen sollen. Ne? So ist genau. Das. Das habe ich. Ja, jetzt wollte ich ja noch mal. Was ist das hier? So, jetzt machen wir die Brücke. Das geht natürlich nicht, ne? So. Ups. Ja, eigentlich macht man ja so ein Netz drüber, aber ich habe meine nicht gefunden. Das geht auch mal so. Ich habe jetzt kurze Haare, da geht's. So. Habe ich jetzt meine Spannung. So, das ist so weit gut. So, mal gucken, ob ich es hinkriege. Hier ist auch noch eine Spanne drin.
ist ja auch so ähnlich gemacht, die ist ja mit der Perücke. Falls euch erinnert. Also die, wenn wir mir bei TikTok folgen. Hatte ich ja auch schon die Perücke drauf gehabt. Deshalb müsste der Kollege mir gleich noch mal helfen mit der Perücke, ob ich das gut hinkriege. So. Tada. So, jetzt stehe ich mal auf und dann seht ihr mal mein komplettes Outfit. Und ja, dann bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich. Jetzt nehme ich mal noch meine Handschuhe. Ja, unten könnt ihr das gerade nicht sehen. Ich habe jetzt halt nur noch später, ob ihr das sehen könnt. So einen schwarz-roten Rock. Und ja, also am Ende des Videos werde ich noch ein Bild einblenden, wie ich dann komplett aussah. Wenn man es dann im Tageshelm ein bisschen besser sieht. Und ja. Ich muss dann auch gleich los. Also ich habe das Video jetzt wirklich gerade so geschafft. Ich werde das einfach auch mir alles ein bisschen weg. Ah, scheiße. Oh nee, jetzt habe ich schon noch den Handschuh kaputt gemacht. Egal. Ja. Tada! So, so sehe ich aus und ja, dann geht es heute Abend zur Halloween Party. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ja, mal gucken, was heute die Woche noch so kommt. Und ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, jetzt will es nicht.